Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Und heute besprechen wir das Europameisterschaftsspiel zwischen den Niederlanden und Österreich in der Gruppe C, wo es heute um 21 Uhr um dieses Spiel gegangen ist. Der Spielstand schlussendlich, Spoiler Alert, 2:0 für die Niederländer, die das recht deutlich und recht souverän machten und den Österreichern eigentlich keine Chance lassen. Reden wir doch mal kurz über die Eindrücke der Partie und warum es mich eigentlich ziemlich enttäuscht hat, wie Österreich gespielt hat. Viel Spaß mit dem Video. Beide Teams sind ja als Sieger in dieses Spiel gegangen. Niederlande hat ja 3:2 gegen die Ukraine gewonnen und Österreich 3:1 gegen Nordmazedonien. Und heute trafen die beiden ersten Sieger dieser Gruppe gegeneinander in Amsterdam in der Johan Cruyff Arena aufeinander. Also mit einem Heimvorteil für die Niederlande, mit einer guten Stimmung. Auch ein paar Österreicher waren da. Also auf jeden Fall war alles angerichtet für ein großes Fußballfest. Und das kam aus österreichischer Sicht nicht, denn die Niederländer konnten das ganze Spiel lang kontrollieren und eigentlich die Österreicher waren sehr harmlos. Aber beginnen wir mal chronologisch. Grundsätzlich die ersten 10 Minuten waren sehr okay von Österreich. Sie haben ja jetzt auf Arnautović verzichten müssen, auf Marko Arnautović, der sich eine Sperre eingehandelt hat wegen dem Jubel gegen Nordmazedonien und mussten jetzt mit Gregoritsch starten oder Kalajdzic, was war die Option, aber sie sind mit Gregoritsch gegangen und starten die ersten 10 Minuten eigentlich ganz gut. Dann kam es aber gleich zu einer heiklen Situation im Strafraum der Österreicher, wo David Alaba Dumfries auf den Fuß stieg und natürlich klare Elfmeter, also die Chance für die Holländer oder Niederländer durch Memphis Depay das 1:0 zu erzielen und er macht es dann souverän, auch wenn Bachmann in der richtigen Ecke war. Dieser Elfmeter war einfach Weltklasse geschossen, da kann man auch nichts machen und danach sackte die Partie ein wenig ab. Österreich versuchte unter Anführungszeichen etwas, konnte sich ein paar Mal durch kämpfen, aber man merkte irgendwie, es war nicht hundertprozentig dieser Wille da. Die Holländer kontrollierten es, machten es taktisch sehr gut und konnten gegen Ende der ersten Halbzeit nochmal ordentlich aufdrehen und sogar die ein oder andere Riesenchance für sich verbuchen, wo auch Memphis dabei frei vom Tor nicht das Tor treffen konnte. Das war schon sehr, sehr glücklich für Österreich. Auch nach der zweiten Hälfte gab es kein besseres Bild aus österreichischer Sicht und ich muss sagen, als Österreicher, der sich an diesem Abend jetzt wirklich gefreut hat auf das Spiel, war es wirklich sehr ernüchternd, weil wir eigentlich sehr, sehr chaotisch gespielt haben. Die Holländer haben nicht viel machen müssen. Sie haben die Chancen eh bekommen und sie haben sie dann auch gemacht. Nach einem Eckball war es dann noch eine Großchance für die Holländer, wo noch Bachmann gut reagiert hat, aber dann kam es soweit. Abseitsfalle funktioniert nicht. Der eingewechselte Donny Malen geht durch und passt auf den freien Dumfries, der das Tor macht. Dumfries ist sicher einer der interessantesten Spieler momentan bei der EM. Vor allem für die Holländer spielt er extrem gut auf der rechten Seite. Und Österreich versucht dann noch zu wechseln. Franco Foda versucht dann auszutauschen, aber bis auf einen Alaba-Schuss und eine Karim Onisivo-Möglichkeit, der noch eingewechselt wurde, gab es nicht viel zu berichten. Was heißt das jetzt für diese Gruppe? Das heißt ganz deutlich, die Niederlande sind so gut wie weiter, sind eigentlich schon weiter, aber sie werden sich auf jeden Fall wahrscheinlich auch gegen Nordmazedonien den Gruppensieg holen. So realistisch kann man schon sein. Und zwischen Österreich und der Ukraine gibt es ein Endspiel um den zweiten Platz. Nordmazedonien kann nicht mehr Dritter oder Zweiter werden, deswegen gibt es nur mehr die Frage, wer wird Zweiter und Dritter. Und da muss Österreich auf jeden Fall anstrengen, die Ukrainer zu besiegen, die zwar auch heute ihre Mühe hatten mit den Nordmazedoniern, aber generell gegen die Holländer viel besser aufgetreten sind in ihrem eigenen Zuhause. Deswegen wird es auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Meine Hoffnung ist grundsätzlich, dass Marko Arnautović hier dabei ist. Ich will jetzt nicht nur auf einen Spieler hoffen, aber ich hoffe, dass er die anderen ein bisschen antreiben kann. Wir sind nach wie vor bei einer Europameisterschaft, da sollte die Motivation da sein. Was war eure Meinung zu diesem Spiel? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich diskutiere wie immer gerne mit. Ich versuche das dann auch etwas zu verarbeiten, das sachlich und das vielleicht dann noch einmal in einem anderen Video zu besprechen. Aber das ist so mein erster Eindruck nach dem Spiel. Bewertet auch gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal für mehr Fußball-Content und ich freue mich aufs nächste Video und wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag oder Woche immer sein. Bis bald und ciao.